Hochsommer in Deutschland, 6. August 2013. Es erhebt sich die Frage, ob man sich bei solchen Temperaturen eigentlich auch erkälten kann. Schnupfen und so. Ja, man kann. Extra zu diesem Thema heute gemacht, ein Gedicht, ein afrikanisches Erkältungspoem. Ein Nashorn im Savannenheim ging auf den Leim dem Schnupfenkeim, besaß dort kein Gesundheitsbuch und auch kein Tempotaschentuch. Was macht ein Nashorn bei Katarren? Erst einmal der Gesundung harren, sich sagen, krieche nicht zu Kreuze, o Horn, erhobenen Hauptes schneuze. Und wenn ein Nashorn schneuzt, man ahnt, dass Feuchtes der Umgebung schwant, dass nämlich vor dem Unpaarrufer man rette sich auf sichere Ufer. Der Kitzelreiz im Riechorgan brach rasch dem Ungewitter Bahn, nach leichtem Nieseln kräftig nass das kränkelnde Rhinozeros. Die aufgestaute Virenbrühe befreite sich bar jeder Mühe, Geräusch flankiert von Donnerton in dickhäutrichter Explosion. Es stob in kernmalader Phase heraus aus horngekrönter Nase, so laut es ging und ganz konkret, das nasenweiße Hornsekret. Erquickt durch diesen Schleimhauttörn war schnell gesund das Nasgehörn. Und gut gelaunt steppt es von dannen durch Steppe, Grasland und Savannen. Ja, jetzt brauchen wir ja noch die Moral dazu. Rhinozerösser haben den Dreh, sodass sie ohne Rhinospray der Nas zum Stolz, dem Horn zum Trotz, besiegen den Rhinoserotz.